Ja, machen zuerst die Berserker-Mission und fertig. Dann reden wir wieder mit den Morkon-Markon-Händler. Aber... Oh. Lass uns auf Nachtwache gehen. Wird ein bisschen schwierig, solange es hell ist, oder? Oh, Such dir ein wirklich? Bett oder miete dir ein Zimmer im reisenden Schläfer. Oh, willst du wirklich, dass ich schlafen gehe? Auch leer. Und die? Bobby? Ebenfalls. Oh, wie ein Kind. Komisch. Ich gehe einfach irgendwo schlafen. Wieder in dein Bett, Wolf. Erfahrung. Da, mein neues Bett. Nein, Mist. Automatisch geklickt. Verdammt. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Bis Mitternacht da. Ich glaube, ich habe das Spiel noch nie in der Nacht gespielt. Ist es überhaupt ein Nachtzyklus? Scheiße. Oh, schau. Es gibt sogar Nachtzyklen. Warum mache ich Unglaublich. für Dawkins diesen Mist? Ich habe ja keine Ahnung. Lass uns auf Nachtwache gehen. Alles klar. Brechen wir auf. Am besten, wir gehen ein bisschen abseits der Wege und schauen auch mal hinter den Häusern nach. Wer auch immer die Flugzettel verteilt, ist nicht blöd. Wir werden ihn wohl kaum auf der Hauptstraße treffen. Ich würde lieber schlafen. Ah, oh, da ist er ja. Da hinten ist jemand. Den schnappe ich mir. Lass mal, ich mach das. Wirklich? Wie du willst. Aber tu nichts Unüberlegtes. Er könnte unschuldig sein. Jo, Mann. Ah, Scheiße. Erschreckt mich doch nicht so. Was machst du hier? Oh Mann, bitte verrat mich nicht. Der Typ, der hier wohnt, hat meine Alte angebaggert und, naja, ich hatte halt Druck auf der Blase. Also. Also hast du versucht, ihm durchs Fenster zu pissen. Das könnte man so sagen. Ich gehe dann mal, okay? Ist vielleicht besser. Wir behalten dich im Auge. Tja, das war wohl nichts. So ekelhaft das ist, jemandem durchs Fenster pissen ist streng genommen nicht verboten. Lass uns das vergessen und einfach weitergehen. Wir behalten dich im Auge. Das ist dein Halt die Haus. Augen offen. Jede Kleinigkeit könnte von Bedeutung sein. Oh. Ich glaube, ich höre da was. Oh, da klopft wer. Hast du die zwei da gesehen? Die sehen verdächtig aus. Lass uns mal näher herangehen. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas mit. Gute Idee. Lass uns erst mal zuhören. Geh nah genug ran, so dass du sie hören kannst. Warte auf mein Zeichen. Wer schleicht, hat meist keine guten Absichten. Na, Hier Süße? wird nicht rumgeschlichen. Was willst du von mir? Ich hab nichts für dich. Ach, komm schon, Kleine. Zieh dich nicht so. Ich weiß, du willst es auch. Jetzt komm her zu. Hey! Angst, entdeckt zu werden? Das hier geht dich gar nichts an. Verpiss dich! Genug gehört. Halt! Du da! Du hast mir voll die Tour vermasselt. Du Was? Arschloch hast dir wohl das Gehirn weggesoffen. Hey, immer mit der Ruhe. Ich hätte dir doch nichts getan. Sehe ich dich noch mal so mit deiner Frau reden, ramme ich dich ungespitzt in den Boden. Scheiße, Mann. Ist ja gut. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu viel getrunken. Hau ab, geh schlafen und denk gut drüber nach, was du gerade machen wolltest. Jetzt verzieh dich. So ein Arschloch, den behalte ich in Zukunft im Auge. Allerdings hat dieser hässliche Zwischenfall nichts mit unserer Sache zu tun.
Lass uns mal bei der Schmiede schauen. Da sind immerhin die Nägel geklaut worden. Dass sowas hier vorkommt. In Goliath hätte es das nicht gegeben. Typisch Outlaws. Für den Outriders sagen. Hoffentlich erwischen wir an der Schmiede jemanden. Wir werden sehen. Wenn nicht, dann bin ich auch langsam am Ende mit meinen Ideen. Heute Nacht ist ja echt einiges los. Nur niemand, der Zettel verteilt. Wir haben was Besoffenen bei euch. Ich habe ein wenig Sorge, dass wir niemanden mehr treffen werden, der etwas damit zu tun hat. Naja, warten wir es erstmal ab. Noch ist unsere Runde nicht beendet. Da ist jemand an der Schmiede. Der ist für dich. Red du mit ihm. Okay, ich kümmere mich um den. Alles klar, aber mach keinen Scheiß. Ich passe auf, falls er abhauen will. Oh, das schaut doch nach einem Dieb aus. Jo. Hey. Was ist denn? Gehörst du zu den Outlaws? Hast du sie noch alle? Du bist ja nicht meine Wache. Warum sollte ich dir irgendwas erzählen? Verpiss dich! Sag mir, was ich wissen will, sonst bekommst du ein paar aufs Maul. Du bist ja geil. Na dann, komm mal her. Los jetzt. Uff, er hat mir eine mitgegeben. Ins Haus reingetreten. Tja, das ist ja mal nicht so toll. Ist es das? Mit wem muss ich da jetzt reden? Scheiße! Oh, du hast echt einen harten Schlag drauf. Erzähl mir lieber, was du hier gemacht hast, wenn du nicht noch eine Packung haben willst. Ja, schon gut. Muss dich leider enttäuschen. Hab hier weder geklaut noch sonst irgendwas angestellt. Ich hab meine Kippen hier irgendwo verloren. Hab sie gesucht. Das ist alles. Ich war sonst die ganze Zeit in der Kneipe. Wollte mir nur mal die Beine vertreten und eine rauchen. Da sind die mir runtergefallen. Den Mist kannst du deiner Oma erzählen. Ist aber so. Wir können uns so oft prügeln, wie du willst. Die Geschichte ändert sich nicht. Ich hab hier nichts gestohlen. Na schön, dann hau mal ab. Mach ich. Ich geh direkt zurück zu Chloe, weitersaufen. Hab vor, heute noch richtig dicht zu werden. Oh, das ist doch eindeutig schuldig. Und der nächste Reinfall. Lass uns die Runde beenden und wieder zur Kneipe zurückgehen. Du hättest mir bei dem Kampf ruhig mal helfen können. Ich dachte mir, du schaffst das schon alleine. Außerdem habe ich die Packung Kippen gefunden, die der Typ verloren hatte. Als Wache prügle ich mich nicht einfach so. Ich hätte das anders geregelt. Also hör auf zu schmollen und lass uns zurückgehen. Tja, okay. Wenn uns jetzt nicht noch per Zufall diese Typen in die Hände fallen, war's das. Ich glaube langsam nicht mehr daran. Ich auch nicht. Oh. Du hättest auf jeden Fall das Zeug zu einem guten Berserker. Hast dich ganz ordentlich geschlagen. War ich schon im alten Spiel. Noch zwar kein Erzberserker. So, wir sind fast wieder zurück. Ist dir noch etwas aufgefallen? Nein. Mir auch nicht. Mist. Es war Kaya. Eindeutig. Kaya hat die Outlaw-Zettel verteilt. Sie wirkt sehr schuldig, wie sie da oben steht und einfach nur auf das Weltenherz schaut. Schmollt. Ja, bei meinem Let's Play bin ich den Berserkern beigetreten. Da vorne ist schon wieder die Kneipe. Ich werde mich da drin noch ein bisschen umhören. Vielleicht bekomme ich ja was Interessantes mit. Ansonsten war's das wohl. Weitergebracht hat uns das Ganze auf jeden Fall nicht. Willst du aufgeben?
Keine Ahnung. Wir sollten uns einfach ein bisschen getrennt umhören. Aktuell weiß ich nicht weiter. Wenn dir irgendwas auffällt, du irgendwas hörst oder siehst, komm direkt zu mir damit. Also dann, wir sehen uns später. Nicht schlecht. Doch was. Ganz miserabel. Oh, da, Scrappy. Der ist mitten im Fort, oder? Du musst einfach zur Marke rennen. Oh. Oh, zu viele Missionen mit herumlaufen. Doch, einen fetten Fight brauche ich noch, bevor ich aufhören kann. Uff, ist er das? Das ist er. You Scrappy. Ich habe die Aushänge angebracht. Sauber, mein Jung. Würde ich ja gern bezahlen, aber ich habe immer noch keine Kohle. Muss echt mal mit Fenris reden. Kann doch nicht sein, dass ich meine Arbeiter nicht bezahlen kann. War's echt eine Riesenhilfe. Wenn du jetzt noch die Gasmasken auftreiben kannst, sollten wir wieder in der Mine arbeiten können. Das ist dann auch wirklich das Letzte, was ich von dir brauche. Versprochen. Ich hab die Gasmasken, die du brauchst. Du hast echt welche gekriegt? Du bist echt ein Guter, weißt das? Danke dir. Das war's. Wir haben's echt geschafft. Bald können wir die Mine wieder in Betrieb nehmen. Ich sorg dafür, dass Fenris erfahren wird, was du für mich getan hast. Vielen Dank nochmal für alles. Ich werde jetzt meine neuen Arbeiter zusammentrommeln und mit ihnen zur Mine gehen. Also, falls du noch was willst, find's mich bei der Mine. Wir sehen uns. Bring mir... Nein. Was? Egal. Sehr schön. Das gefällt dir natürlich. Schön den Berserkern helfen. Du Hilde. Und dann muss ich mir mal einen Fight suchen. Gerade der mit Controller. Oh. Ob ich mit PS5-Controllern auch diese Probleme hätte? Brauche Gegner zum Bekämpfen. Zu viel geredet. Hey Butch. Sorry wegen der Schlägerei. Aber bist du wieder hier und arbeitest schön durch die Nacht durch. Hey, Mädel. Butch und seine Freunde arbeiten wieder. Wie hast du das angestellt? Die Beulen von Butch waren sehr überzeugend. Ungewöhnliche Methoden, die du an den Tag legst. Aber gut. Eine Sache gibt es allerdings noch, bei der ich deinen Rat gebrauchen könnte. Du hast bisher nicht den Eindruck gemacht, dass dich Ratschläge interessieren. Was du nicht sagst. Deshalb bitte ich dich ja darum. Ich habe Zeit. Was willst du von mir wissen? Nun, irgendwas sagt mir, dass die Splitter die Setzer nur kurz bei Laune halten werden. Kein Wunder. Sie sind unzufrieden. Aber warum? Sogar brauchbares Werkzeug haben sie. Hast du ihnen denn mal zugehört? Wieso? Die Aufgabe ist doch klar. Ich habe ihnen mehr als einmal erklärt, was sie zu tun haben. Hast du es ihnen auch vorgemacht? Nein. Warum auch? Hast du ihre Arbeit mal gelobt? Nicht, dass ich wüsste. Und räumst du deinen Leuten die gleiche Zeit ein wie den Setzlingen? Nicht wirklich. Das habe ich mir gedacht. Ich begreife langsam, was du mir sagen willst. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Danke für deinen Gedankenanstoß. Wolltest du sonst noch etwas wissen? Vorerst nicht. Ich werde Fenris ausrichten, dass du mir eine Hilfe warst. Nun entschuldige mich. Es gibt da was zu klären. Wow. Du bist besser gleich verschwunden. Och, endlich habe ich meine Ruhe. Da musst du mich doch nicht gleich umbringen lassen. Da war doch irgendwo
Diese Kuppel haben wir erledigt. Oh, ich brauche einen Kampf. Da, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Nein, das reicht nicht. In der Kuppel war ich schon. Hier was Interessantes. Ah, die Frauen, die Frau, die Bälle kauft. Was soll denn das? Sorry. Nein, nein, ups. Well, sorry. Sicher. Was willst du wissen? So würde ich auch nicht gerne aufgeweckt werden. Sehr schön, sehr schön. Einsamer Wolf werden wir wohl nicht machen. Sorry, dass ich dich im Schlaf störe. Wow, mit meiner fetten Taschenlampe. Hier müsste sicher einer meiner Armbrust. Einer meiner Gefährten könnte mir eine Nebenmission geben, die was zu tun hat, was zu dem gibt. Juhu, Fuchs! Nee, ja nicht. Schauen wir mal, was das Loch hergibt. Irgendwas brauche ich noch. Wecken der Erkenntnis. Mensch, dann das nächste Leben. Daran kann ich mich nicht erinnern. So, sagt die Karte. Das sagt die Karte. Okay. Dann gehen wir das noch machen. Dann bin ich vielleicht zufrieden und habe den Fight, den ich brauche. Bin nicht mal vorgeheilt. Schon besser, schon besser. Oh. Oh, ich glaube, ich will den Fuchs wieder wegschicken, bald einmal. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Kampfgefährten gefunden, der mir auch wirklich am Herzen liegt. Was haben wir hier? Das schaut teilweise freundlich aus, weil es ein Wertbotenherz ist. Aber auch ziemlich unbewacht. Das ist vielleicht eine Suppenschüssel. Hast du Hunger? Nee, da kann ich ja gleich Baumrinde fressen. Irgendwas Interessantes hier? Das heißt mal, dass ich meine Taschenlampe wirklich brauche. Oh, okay, okay, Hackgame. Das ist die Action, die ich brauche. Eins ist kleiner als drei. Kleiner als 4, kleiner als 5. 3 ist kleiner als 4. 5, 7. Hey! Nice. Ein Kartenstück für meine Sammlung. Na, Gott sei Dank. Ja, deswegen renne ich lieber im Dark herum. Ich hab dann Bett. Ich werde gleich Dark machen. Es werde Tag. Ja. Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Über was denkst du nach, Jarks? Ich denke, keine Elix-Tränke, keine normalen. Ein Bossfight hier oben, nichts. Eisenerz, das haben wir sowieso alles den Schmied gespendet. Nichts hier anscheinend. Okay. Ein einsames Weltenherz. Normal werden die bewacht. Die Brücke brauche ich nicht mehr benutzen.
Okay, wir sind bei der Mission. Oh nein, nicht das Ding. Das ist nicht der Fight, den ich will. Hm, die Leute der alten Welt hatten hier wohl eine Menge Spaß. Das ist der einzige Fight, den ich nicht will, die verdammten Krokodile. Ist er das? Das machst du nicht nochmal. Wer macht was? Welchen Feind siehst du? Okay, das ist der Typ. Sein Lehrling. Komm raus! Na, mach. Hm. Nicht der, den ich erwartet hatte. Suchst du jemanden? Ja. Dann sind wir schon zwei. Zwei sind schnell einer zu viel. Vielleicht suchen wir ja die gleiche Person. So? Ich suche einen Berserker. Deine Größe, flinke Beine. Klingelt da was? Ziemlich vage deine Beschreibung. Sein Name ist Marvin. Er will ins Fort, aber das werde ich nicht zulassen. Du kommst gleich zur Sache. Ich hasse es, um den heißen Brei herumzureden. Was hat Marvin verbrochen? Nichts. Er hat eine blütenweiße Weste. Das ist nicht der Punkt. Von unseren Quellen weiß ich, dass er für den Alchemisten im Fort arbeiten soll. Was soll er? Ich soll sicherstellen, dass er dort ankommt. Du bist der Laufbursche. Verstehe. Einen ahnungslosen Kerl anstellen, das sieht dem Haufen ähnlich. Vorsicht. Ich muss wohl etwas ausholen. Die Alchemisten sind in der Lage, mit ihren Elixieren Verwundete zu heilen, Krieger und natürlich stark zu machen und so weiter. Ein Vorteil, der das Kräfteverhältnis der Fraktionen ins Ungleichgewicht bringt. Baxter will das nicht länger hinnehmen. Oh. Und was hat Marvin damit zu tun? Lediglich ein Bauernopfer, sonst nichts. Sobald sichergestellt ist, dass er das Fort nicht mehr erreichen wird, soll ich mich für ihn ausgeben. Hm. Und was hast du dann vor? Nun, nichts Verwerfliches. Ich werde mir ihr Wissen aneignen, damit es allen zur Verfügung steht. Klingt gut, oder? Ich frage, weil ich dich nicht ohne Grund eingeweiht habe. Kann es sein, dass du auf meine Hilfe zählst? Mir rennt die Zeit davon. Zusammen können wir großen Schaden von uns allen abwenden. Was glaubst du, passiert, wenn dieses lila Himmelsgezücht erst einmal besiegt ist? Ich kann's dir sagen. Die Berserker werden versuchen, die Macht an sich zu reißen. Sie werden ihre Feldzüge ausweiten und noch mehr Leichenberge auftürmen. Das muss verhindert werden. Zu viel Macht in einer Hand kann nicht richtig sein. Unser Boss hat das erkannt. Du auch? Wegen Marvin. Wie sieht dein Plan aus? Er muss sterben. Um seine Begleiter habe ich mich bereits gekümmert. Nur er ist mir entwischt. Pass auf, vier Augen sehen mehr als zwei. Solltest du ihn aufspüren, jag ihm eine Kugel in den Kopf. Und seine Leiche? Um die kümmern sich die Raptoren. Also, hilfst du mir? Ja oder nein? Er ist so gut wie tot. Controller. Du tust das Richtige. So, und jetzt sperr mal die Lauscher auf. Ich werde hier weiter die Gegend absuchen. Du versuchst es im Westen. Wenn wir uns so aufteilen, finden wir ihn. Unwahrscheinlich, dass er sich woanders verkrochen hat. Eins noch. Räum ihm keine Gelegenheit ein, zu fliehen. Der Kerl ist nicht dumm. Viel Erfolg, Partner. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Nö, gefällt dir nicht. Darüber wollen sie, dass ich gehe. Aber ich geh jetzt erstmal Monster fighten. Ich brauche einen entscheidenden Fight. Wow! Das Viech ist am Ende. Das ist nicht der Fight, den ich wollte.
Nice, okay. Wirklich? Wirklich? Na, geht doch. Na, geht doch. Dann werden wir mal uns um das Kind da drüben kümmern dann. Wird mir wahrscheinlich auch nicht meinen Fight geben, den ich suche. Aber... wenn, dann stelle ich Red einen Fuß, über den er drüber stolpern kann in der Zukunft. So, unter mir die Viecher. Mein Kopf. Ja. Kopfweh, wir verstehen. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Where are you? Das schaut doch noch eben aus. Waffe weg. Klugen. Ach, verdammte Viecher. Fast hätte es mich erwischt. Aber wer bist du eigentlich? Du bist Tilas Lehrling, oder? Woher weißt du das? Hat er dich geschickt? Aber ich schlage vor, wir verschieben unsere Unterhaltung, ehe wir noch mehr Viehzeug anlocken. Mhm. Hier entlang. Mein Versteck. Ein Versteck? Eigentlich sollte ich gar nicht tratschen mit dem. Aber vielleicht führt er mich ja zu Loot. Führe mich zu Loot. Da sind wir. Entschuldige den Geruch. Aber find mal einen sicheren Ort, an dem du deine Notdurft verrichten kannst. Wie lange verkriechst du dich schon hier? Ein paar Tage kommen da schon zusammen. Unfreiwilligerweise. Eigentlich hätte ich längst im Vor sein sollen. Ich dachte schon, Tilas hat mich vergessen. Aber du wurdest aufgehalten. Richtig. Nicht nur die Viecher haben es auf mich abgesehen. So ein Hundesohn von einem Outlaw hat meine Begleiter erschossen. Von dem Trupp, der Goliath verlassen hat, bin nur noch ich übrig. Der Kerl wollte wohl, dass auch bei mir die Lichter ausgehen. Also bin ich ab durch die Mitte. Jetzt lauert er irgendwo da draußen, während mir die Vorräte zur Neige gehen. Wegen des... Ja? Er wird nicht mehr deine größte Sorge sein. Langsam. Tu nichts Unüberlegtes. Man kann doch über alles reden. Zu spät. Das wirst du bereuen. Das ist dein Ende. Oh, Fox setzt sich raus. Das Schwert ist fliegen gegangen. Nein, ich will die Loot. Honig. Jetzt fehlt nur noch die Kamille. Wenn dein Leid Honig Tee. Marvin. Sorry, Mann. Was habe ich da gerade? Sinn des Lebens erhalten. Ist das ein Drang? Sand. Wie weit ist der Typ weg? Nicht so weit. Schwarzer Lotus. Ich kann ja mal zum Konverter rüberschauen, was drüben so abgeht. Würde mich schon reizen. Diese Gebäude kommen mir auch noch bekannt vor. Hopp. Es geht los. War der gerade One-Shot? Mein Bögenkünste ihn so sehr vernichtet. Und was haben wir hier unten jetzt? Einen kleinen Krater. Unter der Brücke wird wahrscheinlich etwas Fettes lauern. Der Weg ist zu breit. Warte auf den fetten Fight.
Jo. Wegen Marvin. Der macht dir keine Probleme mehr. Perfekt. Dann hoffe ich mal, dass er die Gesellschaft der Würmer genießt. Was wirst du jetzt tun? Nun geht es ins Vor. Ich muss langsam beim Alchemisten vorstellig werden. In dem Aufzug? Gut beobachtet. Das haben wir gleich. So, die Klamotten kneifen zwar etwas, aber ich kann froh sein, dass einer von Marvins Begleitern meine Größe hatte. Ach ja, tu dir selbst einen Gefallen und durchsuch Marvins Leichnam, sofern du das noch nicht getan hast. Die Berserker tragen meist ganz brauchbares Zeug mit sich herum. Mich interessiert der Krempel nicht. Und irgendwie muss ich mich ja bei dir bedanken. Also, man sieht sich im Vor. Jo. Episode vorbei.